Herzlich willkommen, Freunde, zum weiteren Kampf in Super Smash Bros. Brawl. Oh mein Gott. Das ist der sechste Kampf in Folge, den ich jetzt aufnehme. Uiuiuiui. Ja. Und ich strotze noch vor Energie. Ich beginne diesmal mit Sheik und Keks ist mein Gegner, wo ich jetzt gerade, tut mir leid, den YouTube-Namen nicht auswendig im Kopf habe. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt mal... Ja, ihr seht ihn oben in dem Titel. Er hat sich für die letzte Station entschieden. Und dann sagen wir mal... Legen wir mal los. Geht relativ zügig sogar. Super. Mit Kirby. Oh, verdammt. Boah. Der wäre ausreichend noch... Okay. Da frage ich mich, was dieser Angriff gerade sollte. Oder diese Luftattacke. Naja. Bisher noch simples Warmspielen. Opa! Counter. Noch ein paar Nadeln. Wow. Cooles Standbild. Oje, oje. Da hat wohl das Internet gerade gemeint. Juhu! Zeigen wir euch ein paar Matrix-Szenen. So. Hopp. Nix da! Hier hast du ein paar Nadeln! Batz! Oh ja. Typische Steinattacke. Die haben jetzt irgendwie jeder bisher abfedert. Hoppa. Ja, mach du nur. Ein Tipp für alle, die Smash Bros. Spielen und Attacken öfters machen. Es gibt im Hintergrund eine Blacklist. Die habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Vom Namen her zumindest. Die aus 10 Stellen besteht. Jeder Angriff, den ihr dann ausführt, wird auf dieser Blacklist aufgeführt. Und wenn diese Attacke zum Beispiel in der Blacklist zweimal vorkommt, ist die Attacke... schon geschwächt. Und wenn diese 10-mal drin vorkommt, ist die Attacke so schwach wie sonst was. Also, je nachdem, wie oft ihr die Attacke benutzt habt, füllt sich das an der Blacklist auf. Die Blacklist, ja, also wird immer, behält die letzten 10 Attacken, die ihr ausgeführt habt, die auch getroffen haben. Die müssen auch treffen. Schildtreffer und sowas zählen nicht. Also, sie müssen schon irgendwas, ja, beschädigen oder Schaden machen. Und, ja. Die werden dann da aufgeführt. Umso öfter eine Attacke drin vorkommt, umso schwächer wird sie. Was ich aber nicht sagen kann, ob die normale Combo, die jetzt hier mit A, die ich jetzt hier gerade demonstriert habe, mit Sheik, ob die für jeden einzelnen Treffer in der Blacklist dann aufgeführt wird, oder ob die, ja, ich habe zweimal oder hintereinander gesagt, als einzelner Angriff zählt. Das kann ich nicht sagen. Ich habe nämlich nicht darauf geachtet, ob die Attacke schwächer wird, wenn man sie hält. Und ja. Was ihr zum Beispiel bei Smash statt machen könnt, wenn ihr Ballon, also wenn ihr irgendeinen Angriff braucht, könnt ihr nämlich ihn noch von der Blacklist leicht etwas runter befördern, aber ihr könnt ihn herabsetzen. Von der Blacklist, indem ihr einfach diesen Ballon zum Beispiel schlagt, mit einem Luftangriff. Also den Angriff, den ihr halt nicht braucht. Weil, diese Ballontreffer, also diese Ballons zum Beispiel, gelten auch als Widerstand und geben auch einen Punkt in der Blacklist. Und die Blacklist ist allgemein und zählt nicht pro Gegner. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr einen Dreifach-Brawl habt, also mit 3 Leuten, und ihr schlagt dann zum Beispiel Bowser 15 mal mit dem A-Angriff normal und schnappt euch dann zum Beispiel Pit, ist es dann nicht noch, ist dann nicht der Angriff wieder normal, sondern er ist immer noch verringert. Boom! Das war ein schöner Smash. Ja. So viel zur Blacklist.
Dann würde ich mal sagen, wir wechseln mal auf Kirby, weil er jetzt auch Kirby hat. Will ich jetzt Kirby haben in Retro. Da er verloren hat, kommt wieder diese Stage dran. Das ist seine ausgewählte Stage für den Beginn und für das Ende. Also wenn er seinen Kampf verliert, er kommt mit Ike. Ich hasse es, mit Kirby gegen Ike zu spielen. So. Der gewinnt. Ich. Mein, ist irgendwie lustig. Nix da. Ich hätte doch Wolf nehmen sollen. Ich hasse es mit Kirby, weil mit Kirby muss ich zu dicht ran an den Gegner. Und flieg. Oh, den Hammer. Oh, du. Als ob ich da jetzt rauskomme. Ja, mach du mal. Mein Schild ist zu klein. Ich könnte diesen Treffer nicht parieren. Och. Das Blöde ist jetzt, er kann mich mit einem Smash hinaus befördern. Deswegen muss ich richtig, richtig heftig aufpassen. Auf das, was ich tue. Oh, das war episch. Gut getimed. Gut. Oh, ein Doppeltreffer. Wie aus dem Bilderbuch. Nö, als ob ich jetzt darauf jetzt reinfalle. Nö, ich kann mich lang genug in der Luft halten. Da renne ich dir jetzt nicht rein. Nö, nö. Guck mal. Boom. Aua. Ah, verdammt. Okay. Versuchen wir es mit der Kirby-Standard-Kombo. Bums. Zack. Funktioniert. Ach Mist, etwas zu weit gelaufen. So. Hättest du nicht gleich aufstehen können? Ach, Mann. Was ich sagen muss, der schnellste Angriff von Ike ist die neutrale A-Attacke. Die hat übelst hohe Priorität und ist einer der schnellsten Angriffe. Und warum das Spiel jetzt sagt, wir sind in der Matrix, könnte vielleicht auch nicht an mir liegen. Weil soweit ich weiß, ist bei mir gerade niemand zu Hause, der mein Internet anzapfen könnte. Außer jetzt Steam würde sagen, ich lade was runter. Aber ach, egal. Ich versuche es nicht zu begründen. Oder versuchen, Galileo Mystery zu spielen. Denn das wäre Kacke. Das Kacke war nicht darauf bezogen. Reicht's mir. Ike, geh mir aus dem Weg. Nein. Auch wenn du die Attacke 18.000 Mal machst. Ich hüpfe dir da jetzt nicht rein. Nein. So. Immer nur auf den richtigen Moment warten, dann klappt das schon. Boah. Das ist jetzt definitiv nicht mein Internet. Denn, ja. Es ist Ike. Ike ist immer langsam. Spaß. Komm her! Nein. Jetzt reicht's mir langsam. Kann doch nicht so schwer sein, gegen den Ike jetzt anzustinken mit Kirby. Hau ab, Ike. So. Meine Fresse. Nein! Hat er noch gerade das Rad rumgerissen? Na gut.
Schwäche hin oder her, jetzt geht's rund. Da ich mein Match verloren habe, wird jetzt meine Stage ausgewählt. Yoshi's Island. Huhuhu, auf geht's, würde ich sagen. Und er kommt mit Ike. Ich kann dir sagen, wenn es jetzt nicht so laggen würde, wo auch immer her die Lags kommen. Hier kannst du. Nein! Das wollte ich eigentlich nicht. So. Ich kann ihr sagen, jetzt wirst du mehr Probleme haben als gegen Kirby. Weil mit Wolf bin ich ausgebildeter Ike-Killer. Und ich habe die Stage extra genommen, damit ich mit Wolf hier mich besser retten kann. Und das war jetzt Fail. Jupp, lol. Und Bums. Das ist schlimm bei dem Internet jetzt gerade. Naja. Kann man nichts machen. Sich künstlich drüber aufregen über das Internet. Lohnt sich nicht. Ah, so knapp. So knapp von der Hitbox weg. Nix da, Ike. Zack. Hau ab. Ich will, du Mistvieh. Na. Mit meiner Ruhe. Nein! Oh. Gut, 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 dass das Timing von dir nicht so genau war gerade. Ich will kein Leben verlieren. Du hast eben gerade mein Kirby besiegt. Guck, ich kann auch so eine Attacke. Komm her. Bums. Na? Ach, verdammt. Warum bin ich auf dieser Plattform gelandet? Und jetzt zum Beispiel, eine Attacke müsste jetzt sehr weit in dieser schwarzen Liste eingetragen sein. Oder sehr oft. Mein Smash. Aber das stört mich nicht, weil ich ihn versuchen will, mit einem Up-Smash zu töten. Und damit würde ich sagen, gehen die drei Kämpfe fix ins Land. Und ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Mir hat er gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.